Willkommen im Wildparkstadion. Die Württemberger und die Badener, Freunde fürs Leben werden sie nicht mehr. Das ist schon eine richtige, gewachsene, herzliche Abneigung über Jahrzehnte. Ich glaube, das Besondere war unsere Mannschaft, die über mehrere Monate gewachsen ist, die eine gewisse Euphorie logischerweise als Aufsteiger mit sich trug. Es war, glaube ich, auch relativ früh in der Saison. Der VfB war deutscher Meister, kam, glaube ich, ein bisschen schwer in die Saison. Ja, es war, glaube ich, sehr, sehr schwer für den VfB, hier in dieser Euphorie, mit diesem Gegenwind dann auch klarzukommen. Wir haben auch ein paar schwierige Momente erleben müssen in diesem Spiel. Also der VfB war alles andere als chancenlos. Ich erinnere mich natürlich an die Szenen, wo ich auch persönlich involviert war. Und ja, auch das Glück hatte, in so einem tollen Spiel, in einem wichtigen Derby auch aktiv teilnehmen zu können. Es gibt ja auch Spiele als Torhüter, wo man zum Warten verdammt ist. Da hatte ich ein bisschen was zu tun und konnte mich dann auch das eine oder andere Mal auszeichnen. Jetzt gegen Aduobe, Gomez und der zum besten Zweitligatorwart gewählte Markus Miller mit Glanzparade in der sechsten. Marika alleine vor Miller, nicht gut gemacht. Weiter Marika, der Rumäne, der seinen Platz verteidigen muss gegen Kakao. Und wieder Miller. Er war, wenn ich die Szenen ab und zu mir mal anschaue, glaube ich schon einer der Männer, der uns im Spiel gehalten hat oder die uns im Spiel gehalten haben, bis zu diesem einen Moment von unserem Tor dann. Und ja, das war auch notwendig in der Saison, dass wir natürlich einen Torwart hatten, der das genauso miterlebt hat und mitgestaltet hat. Mit dem Eiche war es natürlich wie gewohnt immer souveränes Zusammenspiel, so wie es heute auch noch im Training macht, wenn er mitkickt. Die Ruhe, die geht ihm, glaube ich, nie verloren. Und von daher haben wir alle gemeinsam die Null festgehalten und 3 Punkte zu haben. Marika und Miller mit allem Risiko, toll, Khedira, der KSC hat es überstanden, aber Miller noch nicht. Das lief für mich persönlich auch nicht schlecht und war auch, glaube ich, für die ganze Region, die Mannschaft, den Verein, ein überragendes Erlebnis. Und dann der Powerantritt von Mike Franz, volle Kraft voraus von Franz. Kann der sprinten, dann kommt Kanell und der Tim steht da. Tim auf Heinal und in der 54. Minute führte Baden gegen Württemberg mit 1:0 vor knapp 30.000 Zuschauer ausverkauft. Der KSC in der Tabelle jetzt vor dem VfB Stuttgart. Auch geht das hier runter. Ein ganzes Bundesland gespalten durch ein Tor.